Hallo und herzlich willkommen bei Mom mit Me. Mein Name ist Emily. Und mein Name ist Miriam. Hallo. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch, nämlich ein Herz für unsere Follower. Ihr gebt uns immer süße Likes, also wollten wir euch auch mal einen Like geben. Und zwar handelt es sich hierbei um das Chocolate Heart von I Love Revolution. Boah, wenn das voller Schokolade wäre, dann hätte man einiges zu tun, ne? Ja. Machen wir eben hier dieses Dingsbums da ab, was da drin herum ist. Und dann werden wir mal gucken. Auf jeden Fall hört sich das schon von außen super an. Da soll nämlich eine Honey Chocolate Shadow Palette sein, eine Gingerbread, also eine Lebkuchenpalette, eine Toffee Apple, also so Apfel und und ein Marshmallow Heart Highlighter. Na, wenn das nicht was ist, dann gucken wir mal, ob sich das lohnt. Dieses Set gibt es für so rund 30 Euro. Ich werde euch das verlinken. Ist mit Sicherheit auch ein schönes Geschenk für eine Freundin. Und natürlich gibt es wie immer einiges für euch. Ihr seht schon, drei Paletten. Da ist noch so. Habt ihr auch ein Herz? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten an. Die wollen nicht so richtig hier raus. Die wollen einfach da drin bleiben. Das ist die erste. Toffee Apple. Was da wohl drin ist. Auf jeden Fall bei der letzten waren die, bei dieser Schokolade-Variante waren die obendrauf ja so einfach. Ich würde sagen, das ist eine richtig. Oh ja, ich würde sagen, die riecht nach irgendwas. Aber nach Apfel. Ja, kann gut sein. Oder dann bin ich mal gespannt, ob die anderen auch riechen. So sieht das. Oder direkt mehrmals. Genau, also ein Riesenspiegel. Und ja, hier ist Toffee Apple Glaze Dipped. Also wenn man es reingedippt hat in Schokolade, Crumble und Cake Pop. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr süß aus. Ja. Dann zeigen wir mal die Honey-Palette. Das hier ist richtig süß gemacht. Das ist so durchsichtig, so als Karamell über Honig laufen. Das sieht doch echt so aus. Ne? Ich gebe dir das mal auf den Schoß. In der Zeit kannst du schon mal versuchen, die Gingerbread-Palette rauszuholen. So. Oh. Dann mache ich es einmal auf. Wieder mit diesem Spiegel. Da ist dann schon eine Folie drauf. Und auch die Namen. Also ich halte euch das mal dran, damit ihr das sehen könnt. Also mal ein bisschen still zu halten. Oh, so. Die heißen Honey und Nektar und Honeycomb, also hier Bienenkorb und sowas. Queen, Honeybee. Also richtig schön, auch wirklich so benannt. Und riecht das auch? Nee, ich will. Doch, nach Honig, tatsächlich. Es riecht nach Honig. So, ich habe hier die Gingerbread auch wohl nach Gingerbread riecht, also nach Lebkuchen. Erst gar nicht die Farben gucken. Oh ja, ich riech's bis hier. Es riecht nach Lebkuchen. Ohne Witz. Und auch hier wieder so eine super Benennung. Gingerbread, so sieht's auch aus, ne? So mit Lebkuchenfarbe. Ginger Snap, Root, Golden Syrup. Steam, Icing, also Zuckerguss, Baking, richtig schön, ne? Baking? Baking, also gebacken. Und dann kommt noch der Marshmallow Highlighter. Der sieht irgendwie groß aus, oder? Riecht der auch nach Marshmallow? Warte, ich riech gerade nur Verpackung. Ne, der bleibt da so drin. Da gehst du so mit dem Pinsel rein. Marshmallow Highlighter. Also ich würde sagen, der ist so groß. Der ist bestimmt für den ganzen Körper. Ja, aber ich würde sagen, der riecht schon. Ja. Ist auf jeden Fall so ein süßlicher Geruch. Und ich würde sagen, der ist für den ganzen Körper. Ja. So, ihr Lieben, ihr könnt natürlich auch was gewinnen bei diesem Video, auch wenn es nicht so lang war. Und zwar bekommt ihr einmal die Gingerbread Palette, die auch nach Lebkuchen riecht. Bitte nicht reinbeißen. Also ich glaube,
Schmecken tut sie nicht so gut, wie die aussieht. Ich denke, das ist einfach die Palette, die von all diesen Paletten die am meisten unterschiedlichen Farben hat, wo man auch ein bisschen was mit anfangen kann, wenn man jetzt diese hat. So sieht sie aus. Und eigentlich will man davon gar nichts abgeben, oder? Ja. Und dann, das wollte die Ebony gerade sagen, kriegt ihr auch noch von uns ein Marshmallow-Herz. Da würde mich mal echt interessieren, schreibt uns das später in die Kommentare, wenn ihr das, also falls ihr der Gewinner seid oder wenn ihr Instagram habt, vielleicht postet ihr uns ja sogar ein Bild oder so, wie das Ganze so auf dem Körper wirkt, da bin ich mal echt gespannt. Und ob ihr findet, dass das nach Marshmallow riecht oder wonach es riecht, nach irgendwas riecht es. Aber das ist nicht nur der Pudergeruch, also da ist auf jeden Fall noch was mit drin. Das kriegt ihr auch gar nicht so, das kriegt ihr alles nur in diesem Herz. Mitmachen könnt ihr ganz einfach. Seid Abonnent unseres Kanals, lasst uns einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Herz da oder nehmt ein Emoji-Herz, was auch immer, Hauptsache ein Herz ist dabei. Ja. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auch gerne einen Daumen hoch da. Wir freuen uns über alle Kommentare und Herzen und überhaupt. Und wir wünschen euch ganz viel Glück bei der Verlosung. Tschüss!